Hallo und willkommen zu einem weiteren Video zu Jurassic World Evolution. Ich habe zwar gesagt, dass ich erstmal ein bisschen runterkommen will, durchatmen will und morgen erst weitermachen will mit Jurassic World Evolution 2, aber ich kann nicht warten, Leute. Ich will Infos und ich will diese Infos auch mit euch teilen und deshalb schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Sachen zu Jurassic World 2 an, die ganz interessant sein können. Hier gibt es eine tolle Internetseite, die heißt Jurassic World Evolution 2. Glaube ich. Ist auf jeden Fall verlinkt unten. Dort könnt ihr auch nochmal den Trailer angucken. Da könnt ihr das Ganze bei Steam zur Wunschliste hinzufügen. Habe ich auch schon gemacht. Macht das auf jeden Fall, weil das unterstützt die Entwickler ungemein. Also sowas ist immer ganz, ganz toll, wenn man sowas macht. Also wenn ihr das Spiel kaufen wollt, packt es gerne auf die Wunschliste. Aber jetzt kommen wir mal zu den Infos. Denn wir haben hier erstmal noch ein wunderschönes Bild. Also ich glaube, das ist jetzt alles in-game, was wir hier sehen. Müsste eigentlich, ne? Also das hier sieht auf jeden Fall in-game mäßig aus. Kann ich das größer machen? Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es hinbekommen. Das hier ist nicht in-game. Also das ist auf jeden Fall einfach nur eine Grafik, die für das Spiel erstellt wurde. Aber da sieht man auch schon wieder sehr, sehr viel. Ah, sieht cool aus. Also wir haben auf jeden Fall eine Wüstengegend. Wir sehen einen Tyrannosaurus Rex, einen Triceratops, ein... Ich weiß den Namen immer noch nicht. Ihr habt den bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Aber wir werden auch nochmal auf alle Dinosaurier eingehen, die... ja, im Spiel sein werden, vom Trailer und sowas. Da werde ich morgen ein Video zu machen und dann werden wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Hier haben wir natürlich auch noch ein Brachio, dann ist das hier ein Pteranodon wahrscheinlich und auch weitere Kuppeln und sowas. Also es sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Scheint da ein bisschen Variation zu geben bei den Aviarien. Aber ist ja auch egal. Also, hier steht jetzt erstmal ein bisschen was dazu zum Spiel, ne? A very different world, also eine ganz andere Welt. Und es gab da einen Satz, den fand ich super, super lustig. Den will ich euch mal eben vorlesen. Moment. So, passt auf. Ist nicht ganz zu 100% richtig übersetzt, aber hier steht der Satz ungefähr so in dem Kontext drin. Aber es klingt sehr, sehr... Ich finde schon ganz witzig eigentlich. Eine neue Kampagne. Unglaubliche neue Funktion. Und beeindruckende neue Dinosaurier. Welche mit fesselnder Authentizität zum Leben erweckt werden. Oh, das klingt schon sehr, sehr cool formuliert. Also ich musste lachen, als ich mir das gerade durchgelesen habe, so ein bisschen. Aber ich finde es cool. Also es ist nicht, ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen oder so, aber es klingt schon sehr übertrieben. Aber es ist halt ein geiles Spiel. Also muss man einfach sagen. Und wir werden auch, hier steht noch drin, dass wir weitere Bau- und Anpassungsmöglichkeiten kriegen werden. Jetzt kommen wir aber zu den ersten In-Game-Screenshots. Ich hoffe, die kann ich jetzt auch, die machen wir gleich nochmal groß. Also ich zeige euch die gleich nochmal, keine Sorge. Aber hier steht auch noch mal ein bisschen was zu der Geschichte und Story drin. Denn die Story wird ja eine Geschichte nach den Ereignissen von dem zweiten Film sein. Das heißt, nach den Ereignissen von Jurassic World Fallen Kingdom. Das wird sehr interessant sein, weil da ist die Welt ja gefallen. Also die Jurassic World ist ja gefallen, wurde von den Dinosauriern zurückerobert. Und genau danach werden wir halt spielen, wo dann auch der Film Dominion ansetzen wird. Wird mega cool, freue ich mich mega drauf. Und hier steht dann natürlich nochmal drin, dass man wieder alles kontrollieren kann, das ganze Parkmanagement und alles regeln kann. Ich hoffe wirklich, dass es in Jurassic World Evolution 2 so sein wird, dass ein bisschen mehr Wert auf diesen ganzen Management-Aspekt und sowas gelegt wird. Und dass es alles ein bisschen schwieriger und komplexer sein wird, weil bei Jurassic World 1 war das eher im Hintergrund. Also da waren eher die Dinosaurier im Vordergrund. Aber ich hoffe, diesmal wird das alles ein bisschen interessanter werden. Und dann gibt es auch noch einen neuen Modus, nämlich den Chaos Theory Mode. Der ist ganz interessant, weil da kann man Schlüsselmomente aus den Filmen nachspielen und dann hat man solche Was-wäre-wenn-Szenarien. Das heißt, wenn man irgendwie was verändert an der Geschichte, was wäre dann passiert? So in diese Richtung geht das, finde ich mega spannend. Ich liebe es ja sowieso, diese ganzen Filmszenen und sowas nachzubauen. Deshalb finde ich das umso interessanter. Cooler, neuer Modus. Und ansonsten sehen wir hier noch ein Bild, irgendwelche Kontaktinformationen. Also mehr finde ich jetzt hier nicht. Aber das sind ja schon mal wieder sehr, sehr gute Infos. Wir gucken uns jetzt nochmal hier die Dinger an. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Screenshots zu Jurassic World Evolution 2 rausgesucht. Und hier sehen wir als allererstes einen, müsste Nasutoceratops sein von den Hörnern her, würde ich sagen. Die Hörner sind nämlich wie so ein Stier. Sieht sehr cool aus. Jetzt sieht man auch so ein bisschen die Ingame-Grafik. Die ist definitiv schlechter als die von dem Trailer. Ich finde tatsächlich auch, dass die teilweise in einer Entfernung sehr komisch aussieht, hier die Grafik.
Aber das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser sein, wenn man das dann selber in-game sieht. Gehe ich von aus. Geh mal zum nächsten Screenshot. Da haben wir nämlich auch nochmal einen kleinen... Ein Kompi ist das nicht, ne? Sieht aber so ein bisschen so aus, aber ich glaube, der ist ein bisschen größer. Kann das sein? Ne, das müsste ein Kompi sein. Gerade an Trodon gedacht, aber ein Trodon hat ein anderes Auge. Ist das ein Kompi? Wenn ich falsch liege, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist teilweise dann nicht mal ganz so einfach zu sehen. Aber hier sieht man schon mal ein bisschen anderes Wasser, anderes Gras. Andere Bäume sieht man sowieso. Das ist schon ziemlich cool. Nächster Screenshot. Ist dann schon mal vom Park so. Ich finde, hier sieht die Grafik auch teilweise noch sehr, sehr seltsam aus. Also es sieht noch so unfertig aus, muss ich sagen. Also wenn ihr euch das hier mal so anguckt, das erinnert ja schon stark an Jurassic World Evolution 1, auch gerade hier, wenn ihr auf das Gebäude achtet. Aber da fehlen noch so ein bisschen diese ganzen Spiegelungen und so diese Feinarbeiten, die das Ganze ja richtig cool wirken lassen. Also es sieht irgendwie sehr komisch aus, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das später dann so sein wird. Das wird, denke ich mal, hübscher aussehen dann. Aber hier sieht man schon einige Gebäude. Den Turm kennen wir auch. Hier ist auch nochmal irgendwie so eine andere Kuppel. Ich weiß nicht, was das ist. Und diese tollen Berge im Hintergrund mit Schnee, das finde ich auch richtig cool. Also da bin ich echt mega gespannt. Und der nächste Screenshot. Da sehen wir nochmal den... Ja, ich weiß leider immer noch nicht den Namen. Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen, weil ich das direkt danach aufnehme. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie der heißt. Ich weiß nicht, ob das dieser Amargasaurus oder wie der heißt ist. Könnte sein. Erinnert mich auf jeden Fall so ein bisschen daran von der Form. Hat so ein bisschen die Körperform von dem Nigasaurus mit so Stacheln hier hinten. Und ein bisschen aggressiver, guckt der. Ist auf jeden Fall echt interessant, muss man sagen. Und hier sehen wir auch Wüste und Kakteen. Das finde ich auch sehr cool. Das heißt, wir werden definitiv ein bisschen mehr mit anderen Biomen dann auch zu tun haben. Und hier haben wir dann nochmal einen Triceratops. Sieht auch sehr schön aus. Aber ich finde echt, dass die Grafik... Irgendwas fehlt mir da noch. Also irgendwas... Hier stimmt doch irgendwie was nicht. Irgendwie ist die Atmosphäre noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Im Trailer sah das halt alles richtig mega gut aus. Aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleiben werde. Da wird noch irgendwas passieren, denke ich. Aber man sieht hier auch schon wieder Zäune. Die sind sogar so rot an den Zäunen, ganz komisch. Und hier wird dann auch eine Gyrosphärenfahrt sein, weil das ist so ein Gyrosphärentor, wie es aussieht. Und als nächstes haben wir ein Stego, auch in der Wüstenlandschaft. Wunderschön hier, kleine Steinchen und Felsen. Die werden wir dann hoffentlich auch bekommen. Und ja, das war's, Leute. Also es war nochmal ein kurzer Content-Bericht zu Jurassic World Evolution 2. Ich bin sowas von hyped, falls ihr mehr darüber wissen wollt. Morgen wird's auf jeden Fall weitergehen mit Jurassic World Evolution 2. Dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.